Das ist ein Oszilloskop. Sieht kompliziert aus, gebe ich ja zu, aber eigentlich ist es nur ein Spannungsmessgerät. Allerdings eines, das Spannungszeitverläufe gleich auch grafisch darstellen kann. Schalte ich es ein, so dauert es circa 2 Sekunden und man sieht einen grünen Leuchtpunkt. Den kann ich mit Hilfe von 2 Reglern nach links oder rechts bzw. oben und unten verschieben und damit die Startposition ohne Eingangssignal festlegen. Interessanter ist es aber, wenn ich die Zeitablenkung einschalte. Was hier zunächst wie ein waagerechter Strich aussieht, ist in Wirklichkeit ein permanentes Durchlaufen des Punktes von links nach rechts. So. Ich schließe nun einen Funktionsgenerator an. Der erzeugt mir eine regelbare Wechselspannung. Die soll zunächst mal ganz langsam sein. Zeitablenkung auch erstmal wieder aus. Und man sieht schön, wie der Punkt stets passend zur aktuellen Spannung hoch und runter läuft. Im Gegensatz zu Zeigermessgeräten reagiert der Punkt übrigens auch nahezu ohne Zeitverzögerung. Das kann man schön sehen, wenn ich die Geschwindigkeit erhöhe. Schließlich findet das Ganze so schnell statt, dass das menschliche Auge nicht mehr mitkommt und nur noch einen senkrechten Strich sieht. Aber dafür habe ich ja die Zeitablenkung. Ich schalte sie wieder ein und nun kommt zum Signal das Wandern von links nach rechts dazu. Das kann ich nun so schnell einstellen, bis man ein gut ablesbares Bild hat. Hier wird das Bild noch gerade so schnell wiederholt, dass man durch das Flackern sieht, wie es immer wieder neu gezeichnet wird. Aber es ist auch gar kein Problem, das Ganze noch 10-mal schneller oder noch schneller zu wiederholen. So, und schon haben wir ein schickes stehendes Bild des Spannungszeitverlaufs. Schauen wir uns nun an, wie das Gerät funktioniert. Kernstück ist eine Glasröhre, die meist so oder so ähnlich geformt ist. Im Innern ist ein Vakuum und am rechten Ende eine spezielle Beschichtung. Warum, erkläre ich gleich im Laufe des Videos. Auf der linken Seite ist eine Elektronenkanone. Diese besteht zunächst einmal aus einer ganz normalen Glühwindel, so wie sie früher auch in Lampen üblich war. Fließt Strom durch, wird sie heiß, erzeugt also Licht und Wärme. Schalten wir also die Heizspannung UH ein. Die beträgt meistens nur so rund 6 Volt, aber das reicht aus, um das Ding zum Glühen zu bringen. Dadurch haben die Elektronen im Inneren genügend Bewegungsenergie, die Oberfläche zu durchbrechen und ins Freie auszutreten. Ein Kollege sagt dazu mal gern, dass die Glühwindel Elektronen ausschwitzt. Der Fachbegriff dafür heißt allerdings glühelektrischer Effekt. Die Elektronen bilden damit eine Wolke rund um die Glühwindel, was übrigens auch in jeder Glühlampe passiert. Hier aber wollen wir, dass sie sich auch in Bewegung setzen. Also erzeugen wir noch ein elektrisches Feld mit der Glühwindel auf negativem Potenzial und einer Metallplatte mit Loch darin, also einer Lochanode, auf positivem Potenzial. Die zugehörige Spannung heißt Beschleunigungsspannung UB. Sie liegt meist im Bereich von so etwa 200 Volt. Möglichst viele Elektronen sollen durch das Loch fliegen. Um das zu erreichen, wird noch ein Zylinder um das Ganze angebracht, der auf noch stärkerem negativem Potenzial als die Glühwindel gebracht wird. Er heißt nach seinem Erfinder Arthur Wenelt, Wenelt-Zylinder. Die Spannung dazu bezeichnet man dann als Fokussierspannung UF. Am Ende tritt damit ein Elektronenstrahl aus dem Loch in der Anode aus. Wenn jetzt in der Röhre ein geeignetes Gas ist, dann kann man diesen Strahl sogar als bläuliches Leuchten sehen. So wie hier auf diesem Foto, das allerdings zu einem anderen Experiment gehört. Denn beim Oszilloskop ist ja gar kein Gas in der Röhre, sondern wie gesagt ein Vakuum. Von daher kann man den Elektronenstrahl im Oszilloskop nicht sehen. Aber dafür sind eben auch keine Gasmoleküle im Weg des Strahls, sodass die Elektronen ungestört geradeaus immer weiter fliegen können bis zu ihrem Ziel. Und das ist ja auch so gewollt. Es folgt ein Plattenkondensator. In der Realität ist alles ziemlich klein. Der Wenelt-Zylinder hat vielleicht 1 cm Durchmesser und die Platten sind in ähnlicher Größenordnung. Aber wenn sie mit Hilfe einer weiteren Spannungsquelle aufgeladen werden, dann lenken sie den Strahl ab. Nach oben oder nach unten. Hier habe ich jetzt mal nach oben eingezeichnet. Dann kommt noch ein Plattenkondensator. Jetzt für eine Ablenkung nach links oder rechts. In der Realität sind die beiden Plattenkondensatoren wohl am gleichen Ort. Aber das würde die Zeichnung hier sehr unübersichtlich werden lassen. Und letztendlich kommt es auch darauf nicht an. Ich kann übrigens auch nicht gut eine Ablenkung nach links oder rechts, beziehungsweise in dieser Perspektive nach vorne oder hinten einzeichnen. Daher lasse ich diesen Kondensator mal ungeladen und den Elektronenstrahl fröhlich ohne weitere Ablenkung dadurch fliegen. Dann kommt nichts mehr bis zum Bildschirm und die dortige Beschichtung macht das, was in dem anderen Versuch das Gas gemacht hat. Durch einen Vorgang, der Resonanzfluoreszenz heißt, wird das Auftreffen von Elektronen in sichtbares Licht umgewandelt. Beim Gas war das Licht blau, hier auf dem Bildschirm ist es grün. Und das ist dann der grüne Punkt, den man sehen kann.
der Auftreffpunkt des Elektronenstrahls. Und das ist eigentlich auch schon alles zum Aufbau unserer prinzipiellen Funktionsweise. Schauen wir uns aber nochmal genauer an, wie das Erzeugen der Spannungszeitkurven gelingt. Dazu betrachten wir mal den Schirm von vorne und zeichnen die beiden Plattenpaare zur Ablenkung mit ein. Nun betrachten wir die Spannungszeitverläufe für die beiden Kondensatoren einzeln. Am Kondensator für die horizontale Ablenkung, ich nenne ihn mal X-Kondensator, legt man diese Spannung an, genannt Sägezahnspannung. Dadurch läuft der Punkt von links nach rechts und springt dann wieder nach links, um die gleiche Bewegung erneut durchzuführen. Am Kondensator für die senkrechte Ablenkung, also dann den Y-Kondensator, legt man die Messspannung an. Bei mir war das ja die einfache sinusförmige Wechselspannung und dadurch wandert der Punkt hoch und runter. So, und jetzt beides gleichzeitig. Der Punkt wandert hoch und runter und von links nach rechts. Damit läuft er den gesamten Spannungszeitverlauf nach. Passiert das nun immer wieder schnell genug, so sieht man am Ende schön diesen Verlauf als Diagramm. So wie das im Video zu guter Letzt der Fall war. Und das wär's dann noch von mir zu diesem Thema. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachvollziehen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.